Guten Morgen, kleiner Zwerg. Hallo. Ja, lecker, lecker. Ui. Ich pass auf. Ja. Ja, moin, moin, moin. Jetzt geht es los zur Schule und wir müssen Schmetterlinge mitbringen. Schmetterlinge auf Kuchen drauf. Sie müssen heillaut ankommen. Das ist echt eine Herausforderung. Gott sei Dank. Gott sei Dank, die Kinder sind weg. Jetzt sehe ich wieder zu Leon, zu meinem Großen. Den habe ich nämlich vorne bei Yamaha rausgeschmissen. Die suchen nämlich Arbeiter. Jetzt gucken wir mal, auf wie weit der gekommen ist. Ist jetzt schon. So lange alleine lassen, ne? Und vielleicht erkennt er da schon einen in der Werkstatt. Vielleicht haben sie echt gesagt, na komm einfach mal vorbei, Probe arbeiten. Muss aber gleich ansagen, dass er Erfahrung sammeln will erstmal und so. Natürlich auch. Schnellstmöglich brauche ich Scheibenwischer, sonst holt mir nämlich die ganzen Scheiben kaputt. Oh, ich bin total gespannt. Gott sei Dank habe ich diese Küchlein, die Marlies noch gemacht hat für die Schule, für die Schüler, habe ich die hier alle, fast alle heil gebracht. Ein Schmetterling ist abgegangen. Jetzt hat die eine Kugel. Kekpops heißen die gemacht. So Kugelkuchen mit immer Schmetterlingen drauf. Was für ein Aufriss, ey. Zwei Stunden 50, Alter, ey. Das war jetzt ein bisschen lange. Gleich ein bisschen geknickt, aber dafür nicht nass. Kriegen wir das denn noch kurz da, Germania? Ich habe angefangen, ich habe nicht mal eine Fahrkarte dabei. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Erstmal muss ich losfahren. Ja, das auf jeden Fall. Aber ey, wenigstens schon mal mehr passiert als bei anderen. Bisher hörte sich es ja zuversichtlich an. Mensch, heute reicht, vielleicht klappt's ja. Ja. Schnell vorbei. Also den Kohlen nicht gerade besser finden. Ey Mann, Leon, was willst du machen? Ja, nein, Probearbeiten will ich machen. Das Leben ist, wie es ist.
Man sollte sich nicht versteifen auf irgendwas. Mhm. Ja. Mensch, dann komme ich da sogar mit guten Nachrichten da an. Und gleichzeitig schlechten Nachrichten für die. Nicht für mich. Na, dass du dann danach gehst, aber trotzdem nochmal zum Arbeitsamt. Ja, das will ich machen. Meine ich ja. Ich meine, ich komme mit guten Nachrichten. Du kopierst sie aber, lässt sie aber das nochmal kopieren. Lass mir das kopieren. Genau. Zeigst den Zettel vor, sagst hier, aber sie hat irgendeine Unstimmigkeit und da ist offensichtlich. Und soll ich klären? Musst du halt klären. Oder hörst du? Wegschieben. Bei dem Wetter hat er vielleicht echt Glück, dass. Genau da vorne in der Ecke war es gewesen. Erster Tag, ich muss zur Maßnahme. Was passiert mir? Es piekt mir auf einmal im Fuß. Weshalb? Eine Vespa hat mir zweimal reingestochen. Ist in den Schuh reingeflogen. Das ist keine Socken, ja. Wie heute. Nein, nur die nur so eine Sneaker. Sneaker-Socken. Mhm. Und hat mir schön in die Beuge da hier darin zweimal. Boah, hat das gebrannt. Das ist ruhig. Oh, bitte, mit Zucker oben drauf. Ja, guck dir doch mal. Das ist eben doch will nicht. Oh Gott, wir sind da. Wie geil. Joachim! Jo! Hier unten. Alles cool? Ja, jetzt so. Jetzt so, moin. Was tut? Den Bock, den ich hier angenommen habe, ja? Soll vorne nachzentriert und hinten zentriert werden. Ist möglich? Hast du vorher durchgedreht? Ich würde sagen, ist möglich. Naja, dann musst du nämlich immer selbst entscheiden. Wenn du selber hinkriegst, auch wenn ich persönlich halt den Zentrierständer bevorzugen würde, weil Freihand, das kann ich noch nicht so richtig. Hey Chef. Hi. Da bist du ja. Ja, da bin ich. Wie geht's dir? Geht. Schön, ich bin wieder bei dir, ja? Ja. Ja, hat der Praktikant dir schon gesagt, das ist die Mühle hier. Ja. Das Hinterrad zentrieren kostet 25 Euro und dann ist die Frage, ob das möglich ist. Überhaupt, weil das sieht ja aus, als hätte da einer gegengetreten oder seid ihr zu zweit drauf gefahren? Nein, nicht. Ne? Weil da ist ja. Ist jemand gegengefahren? Gar nichts. Da ist jemand gegengefahren, naja. Ja? Ja. Das ist eine Gewalteinwirkung. Bei dir jemand reingefahren? Und dann? Ja, von hinten so. Und dann lasse ich es doch lieber bleiben mit dem Zentrieren, weil dann hat es keinen Sinn. Ja? Tatsächlich, dann kriegt man es nicht hin. Ne? Dann wäre nämlich, wenn es jetzt eine
über einen gewissen Zeitraum entstanden ist, immer mehr geworden ist, dann sind es die Speichen, die man nachzentrieren kann und dann ist das alles gut. Wenn es jetzt aber eben ad hoc passiert ist beim Unfall, dann ist es ja eine Fremdeinwirkung sozusagen, die Felgenringe selber verzogen hat. Und den Felgenring wieder gerade zu ziehen, mit einer Überspannung der einzelnen Speichen, macht keinen Sinn. Weil dann reißen die Speichen weg und das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was kostet eine neue Felge einbauen? Eine neue Felge einbauen kostet die 80 Euro. Das sind neue Speichen. Das ist ein neuer Feldring. Das ist alles jetzt nicht das Ausschlaggebende, aber die Arbeit dann nochmal. Ja, dann bist du bei 80 Euro. Also es wäre nicht sinnvoll, das jetzt noch zu reparieren. Ne? Man würde es gerade kriegen, vermutlich würde man es, also zumindest relativ gerade, nur nicht 100%, aber du hättest auf einigen Speichen so viel Spannung, dass die auch reißen könnten. Innerhalb kürzester Zeit. Und das ist natürlich doof. Gefährlich. Das sollte man nicht machen. Ich nur morgen. Moin. Okay. Und deswegen macht das keinen Sinn. Und vorne ist ja nichts zu machen. Vorne ist nichts zu machen, ist okay so. Vorne ist okay. Verlieren wir mal. Deswegen, also Versuch, egal ob es klappt oder nicht, und ob die Speichen reißen oder nicht, kostet halt 25 Euro. Wenn du das investieren magst und das Risiko eingehen magst, dass eventuell die Speichen reißen, kommt man ein bisschen rüber. Ist das gefährlich? Kommt man hier rüber, dann geht das langsam, wenn die da reißen. Komm mal ein bisschen rüber. Ist das gefährlich? Oder? Natürlich ist es gefährlich. Wenn eine Speiche reißt, kann es gefährlich sein. Es kann einfach nur pink machen, aber auch einen Moment einfach pink machen. Wenn du vorhin reißen auf der Straße, wenn du mitten in der Straße. Und dir ist hinten einer reingefahren. Ja. Hast du den nicht Kontakt von ihm oder so? Dann müsste er der bezahlen. Kommt mal rüber. Das wird dann noch. Ja, das hätte er bezahlen müssen. Ne? Genau. Dann hätte man einfach das Hinterrad getauscht. Und dann ist er. Hätte er seine Versicherung zahlen müssen. Ja, also er muss es ja nicht mal bezahlen. Macht Versicherung und dann kommt ein neues Hinterrad drin und dann ist es gut. Achtung, okay. Zu spät, ne? Ja, vermutlich zu spät, wenn ihr jetzt keine. Also das hier ist schon zu doll. Ja, zu doll, ja. Normalerweise, wie gesagt, wenn es dadurch ist, dass einfach die locker gegangen sind, weil die Nippel sich gelöst haben oder so, dann kann man das natürlich nachzentrieren und so, aber so würde ich davon abraten. Das sind 25 Euro fehlinvestiert, ne, und am Ende ärgerst du dich nur, ärgerst dich dann auch noch über mich, weil ich das ja gemacht habe und du mich bezahlt hast. Nein, ich natürlich, sag dir von vornherein. Es ist gut, dass du das auch so auseinanderdröselst und sagst, Das ist ja gut. Ne? Das ist ja kompetent und gut. Ja? Das ist kompetent und gut. Nö, hier ist nichts. Ja, tut mir leid, das war heute Morgen so ein bisschen spontan die Aktion, aber ich dachte mir ehrlich gesagt nicht, dass wir da 2,5 Stunden verbringen, um ein Bewerbungsgespräch zu führen. Ich meine, ich hätte jetzt auch nicht dabei sein müssen, aber ich dachte mir, dann nehme ich ihn gleich wieder mit. Ich dachte, schnell. Dann war ich halt da. Dann war ich halt der Papa vom Dion. Wo ist der Teil? Der muss ja auf den kleinen Jungen aufpassen, ne? Was da kommt, oder? Das sieht ja auch mal eigentlich nicht so gut aus, aber ich glaube, so schlecht war das nicht, dass ich jetzt dabei war. Oder, Leon? Das hat jetzt keinen schlechten Eindruck gemacht, dass ich dabei war, oder? Das kam jetzt bestimmt nicht so rüber wie, oh, der kleine Arme muss mal begleitet werden. Ja, nee, denke ich jetzt. Also eher, wenn deine Mutter kommt und dir das Essen auf Arbeit bringt, glaube ich. Ja. Aber schlechter. Nee, kurz mal, zumal ich es wie gesagt hoch bei dir mich schon mal angerufen habe. Wenn ich meinen Lichtschalter neu gefunden habe. Ja, na, wenn ich gewusst hätte, dass es die Sicherung ist und dann alles angetan war, dann hätte ich doch einen hingekriegt. Aber. Deswegen habe ich es ja vorher angerufen, habt ihr das eigentlich gesagt, bevor du da warst. Ich weiß ja nicht, was ihr denn, wie eure Kommunikation dann untereinander war. Dann hat sie dir wahrscheinlich schon den Schlüssel erstmal ausgegeben. Schlüssel halt gegeben. Schlüssel? Nö, halt dir nicht gegeben. Ja, der kann auch erstmal hier liegen bleiben. Der kommt immer dahin. Und dann geht mal zum Mutti. So, ja, danke, dass du pünktlich da warst. Ja, ich bin immer pünktlich. Ja, das ist gut. Also, das ist, bin ich aber nie gewohnt. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist. Weil die meisten kommen eben nicht pünktlich. Ah, oh, ist geil. Leon hat einen Probearbeitstag auf Alpha 2. Gleich. Ich hab zu ihm gesagt, gleich hin. Hin, ja. Vorstellen, da direkt live. Ja. Hab ausgelernt jetzt vor 2 Wochen oder was. Und dann, wie sieht's aus? Hat er Bock? Soll ich anfangen? Wann? Los? Wie? Uhrzeit? Big da. Einfach nur spontan. Ja, so jetzt. Hat geklappt? Allerdings mal 2 Stunden warten, weil der Chef hat sich verspätet. Der kam aus Köpenick. Der Ach Chef war so. Schuld. Eigentlich war nur Ditte, weißt du? Wir waren ja, die Leute waren alle pünktlich da, aber Chef halt nicht. Ja. 2 Stunden zu spät.
So sind die Chefs. Sie können es sich halt erlauben, wa? Unglaublich, ey. Gibt's nicht. Ja. Weil? Es gibt nur 203er oder 180er. Und Radlust dazu. Radlust dazu? Radlust hat komplett dicht. Weil? Radspannerei? Keine Ahnung. Radspannerei bin ich bei der angefahren. Nee, ich meine Radspannerei, genau. Radspannerei hat 180er ja. Und Dings hat 203er nur. Also niemand hat meine Bremsscheibe. Hast du die Bremsscheibe dabei? Zum Beispiel. Also bei der 203 sind auch nur 3 mm mehr, aber ich weiß eben nicht, ob das irgendwie Aufnahme hinten mitmacht. Weil eigentlich geht hinten maximal nur bis 200 und vorne bis 203. Tja. Deswegen Arschkarte, würde ich mal sagen. Das wird bestimmt cool aussehen. Der uralte Lenker mit den neuen Bremsen. Zweite Reihe. Wen gibt's noch? Da gibt's noch Wienerstraße Froschgott natürlich, aber da rufen wir an. So einen hellen Kaffee bin ich gar nicht gewohnt. Aber es war halt Konzentrat mit auf dem Schaltbombilch. Genau, es ist ein Konzentrat. Also es ist ein Espresso. Vielleicht kein Doppelter. Und wir haben halt sehr große Becher, deswegen füllen wir da gar nicht Bildschirm. Ist ja auch viel Schaum drin, das darfst du nicht. Ja. Sagen sollen, ich trinke meinen Zucker gerne mit ein paar Tropfen Kaffee. Ja, ist kein Zucker jetzt, aber kein Zucker haben wir ohne. Jürgen, kannst du ja noch mal, vielleicht holst du eine Packung Zucker. Ja, wollte gerade sagen, dass ich da meinen runterhole, aber ich muss... Nee, runterholen bitte jetzt. Nicht runterholen, weil oben haben wir ja keinen. Wir haben ja keinen mehr tatsächlich. Doch? Nee, hat sie gekauft? Wir haben keinen mehr. Die hat doch gestern Kuchen gebacken, alle verbrannt. Was lag denn da? Was stand denn da? Kein Zucker in dieser Packung? Ach, nee, ist doch egal. Sie hat sich doch selber auch einen Kuchen gemacht. Ja, muss er leider heute durch ohne Zucker. Den Italiener, den du noch am Freitag gemacht hast, hast du ein Reparaturlager oder ein neues Lager gedrückt? Ich hab ein neues Lager gemacht. Ich hab jetzt alte rausgeschraubt. Und dann hast du die angeguckt, das Video? Hä? Nee, ich hab kein Internet. Also. Dann hab ich's ja gezeigt. Vom Werk aus, keine Gewinde drin geschnitten. Wo war das Gewinde? Ah, oder vom Werk aus, also du siehst, die haben den Lack gemacht. Und dann siehst du den Lack hier unten noch unbeschädigt. Auf die Fläche ist keine Winde drin. Oh. Das war das Problem. Und dann fing das andere vielleicht an zu kippeln. Und das war's. Ja. Ist trotzdem. Die Winde nachgeschnitten. Also die Winde frei bei dem neuen, noch unverbraucht. Hält. Erstmal. Also halt neu drin. Reparaturlager passt nicht. Die Reparaturlager passen alle nicht. Weil die greifen nicht. Weil die Schalen sind zu weit auseinander. Ach so. Gibt es nicht. Es gibt keine Reparaturlager, die vernünftig passen. Was jetzt? Nee, das ist auch nicht für mich bei. Man ist zu diesem heiligen Hallen und ich versuche durch den Fußboden. Ja, kommt da ein Hemd drin. Geschlossen? Streik. Post hat heute geschlossen, Streik, deswegen hast du gegeben empfangen. Morgen auf.
während der Tommy in unserer Sprache hier. Ja. Kai. Wo? Wo? Komm. Weiß auch nicht. So knicken, was ist da passiert? Na, Schere, hier. Was haben wir? Nichts. Nicht keinen Empfang? Gehen nicht ran. Also klingelt aber. Ja, klingelt aber geht nicht ran. Warte mal. Nee. Doch. Klingelt, Leute. Das ist ja gleich da um die Ecke. Ist doch da direkt bei Schlossstraße. Ist doch da. Ja, ich will es. Ich bin rausgegangen. Was? Den Kaffee? Ja, den noch. Ach nee, nicht Kaffee? Ach nee. Ey, warte, bei dir. Bei dir. Mal, ich mal bei dir. Gestern? Gestern. Gestern. Heute ist Montag, gestern war Sonntag. Ach, darf's noch was sein, der Herr? Weil brauchst du denn noch Geld für den Versand, oder? Da vorne. Kommt ihr her, packt den Sachen ein und haut wieder ab. Das war ein deftiges Frühstück. Das war ein Frühstück, oder? Ja, gut. Das ist jetzt der Döner. Ja. Meine erste Mahlzeit heute. Ja, meine auch. Aber ja. Nee, ich finde das bloß manchmal echt zu deftig. Dann ja, also ein bisschen heute Morgen. Das Frühstück am Freitag kam noch. Frühstück am Freitag? Warum? Brunch. Noch später. Oh. Bis 15 Uhr ist auch Brunch. Wir haben noch bestimmt von einem Kilo gehört. Ach so, der Rissa. Der Rissa, ja, das war ja auch der Wahnsinn. Das hat ja noch zwei Tage gehalten quasi. Na, gut, dann bin ich ganz geduldig. Ja, kein Problem. Okay, danke Ihnen für die Auskunft. Ciao. Er fährt zurzeit den Kunden vor mir an. Ja. Ist auf der Anfahrt zu dem Kunden, der vor mir an ist. Also, bis 18 Uhr. Bin aber 18. Ein Gartenhaus. Ach so. Das wäre jetzt auf die Dauer nicht so lustig. Ich hätte schon was gemacht. Regnen vier Wände? Mhm. Und da die 2000 Gramm mit dem muss man sich irgendwo Platz schaffen. Bisschen dengeln, wieder einbauen. Das Ding nicht mehr. Voll zerfetzt, mein lieber Schwan. Kundendienste, Services und Reparaturen werden fachmännisch von unseren Zweirad-Spezialisten durchgeführt. Auf zu neuen Höhen. Riesenspaß auch auf den Bergen. Das E-Bike. Die neue Dimension des Bikens. Probefahrt gefällig. Kommen Sie vorbei. Wir behören Sie gerne. Stuhlgang 1, Stuhlgang 2. Auf YouTube. Wo sind das YouTube? Monster. Hier, da ist YouTube Monster. Komm her. Komm her, guck mal hier. Was ist billig, am billig fixe Rädern nicht so schön? Die Laufräder. Da sieht man das mal ganz deutlich. Was haben wir denn hier? Wie heißt denn das? Quanta. Nicht Quando, sondern Quanta. Ist wahrscheinlich dann schon Next Level. Aber das hier habe ich echt noch nie habe ich das gesehen. Noch nie. Ich habe schon gesehen, dass ein Ding mal durchgerissen ist oder so. Aber alle, wie sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alle 6 Stück. Noch nie. Noch nie. Noch nie.
Ey, man sieht ja wirklich eine Menge sozialen Fahrradwerkstätten. Wahnsinn. Das wird jetzt geschlachtet, oder? Das gute Stück. Um zu gucken, was davon noch übrig bleibt und brauchbar bleibt, ist. Also, brauchbar ist auf jeden Fall die Bremse. Nicht mal die, weil ist ja schon die Federkappe weg. Ach so. Nicht mal die. Nicht mal die. Schade eigentlich. Bewegt sich auch kein Stück. Das ist vermutlich nicht okay. Du bist hier schweißt, also von daher können wir nur warm machen. Normalerweise müsstest du die Schraube jetzt auch ziehen können. Ich hab noch alle Zähne, zumindest vorne. Ja, aber da bewegt sich nichts, kriegst du nicht mal raus. Ja, aber ich meine, er hat ja auch ein bisschen mehr Masse als ich. Vielleicht kriegt er ja was gedreht, was sich bei mir nicht bewegt. Also was ich mir jetzt vorstellen kann. Na vorne funktioniert es doch. Halt doch schon locker immer. Ja, locker. Ja, locker, ja. Muss ich mal bewegt raus. Sich nichts. Oh, bewegt sich doch. Ja, aber ich war oben. Ja. Für dich. Für mich? Ja. Ja, na dann, bitte, treten Sie durch. Wir arbeiten. Wenn sie durchtreten, sind näher. Ja, siehst du? Geht nämlich doch. Geht. Ich wollte nur fragen, wenn das Fahrrad doch hier ist, vielleicht können Sie auch mal kurz gucken nach das Licht? Oh, das wird heute nichts mehr. Dann dauert es viel länger. Das weiß ich nicht. Da müssen wir erstmal die anderen Aufträge durchhaben und dann. Also ich würde gerne erstmal den Reifen reparieren. Ja. Und dann. Okay, dann machen wir das dann. Einmal schlafen wir bei den Dingsbus raus. Dann macht das Licht, das wird dann eine Aktion. Weil das Licht ist bestimmt eine längere Aktion. Also das war noch nie so, dass es einfach mal so schwupp und das war. Okay, dann geht zum Reifen, ja? Komme ich heute. Das ist erstmal wichtig und dann gucken wir, weil es sind ja noch zwei oder drei Räder vor deinem dran jetzt. Und deswegen. Ja, ja, ja. Okay. Aber dann kannst du erstmal fahren wieder und. Und tschüss. Willst du was Lustiges hören? Ich höre was Lustiges. Bakura hat 200er erfunden. Die gibt's nicht mehr. Dann habe ich jetzt eine 203er geholt. Ja, wunderbar. Denn Gott, die gute. Gott sei Dank. Die gute von Shimano. XT. Die gute, die hat nur zwei da. Einmal ungeflautert, einmal geflautert. Und XT. Oder was ist das denn? Oder ich was für ich hab den gefragt gehabt, ob der für XT oder sie oder wie auch immer kompatibel ist. Er meinte, das ist scheißegal bei Bremsen. Da dachte ich mir so, aha. Aber er meinte, es wird schon funktionieren. Na wunderbar. Leon, hier ist ein Rahmen. Gewaltig ist zur Schraube, es klappt. Dann haben wir den Seebursche. Das ist eine Farbe, ey, wirklich. Das ist so widerlich. Tschüss. Alter, ist ja schwer. Der Typen sind mal 200er. Ja, nö, die haben nur. Hier. Wisst ihr, was die nur für Größen haben? SMRT 76 ist doch XT. Ist halt, ja, wie auch immer. 76er. Ja. Die OXT steht da immer drauf. Die 76er ist halt XT. Und ganz einfach, mehr nicht. Mehr muss man da nicht wissen. Und hier halt, ne, siehst du mal, das ist die Jute. Die andere wäre eben ohne das hier. Ja, schon klar. Den kennen wir. Kennen wir.
Sieht doch nicht so scheiße aus. Einbauen, fertig, hier. Mhm. Nee, das ist nicht wieder dein Rad. Guck, mach das schon wieder. Ding. Stimmt, die Buchse hier, ist voll verdreckt. Das ist dein Rad. Man sieht die Spur ja hier auch. So, so. Man, drin ist es nicht. Also am Gehäuse ist es nicht. Ja. Ja, er liegt an. Der Kolben ist zu weit vorgeschoben. Probier mal einfach nur erstmal den ganzen Sattel. Probier mal den ganzen Sattel ein bisschen rüber. Du schraubst ihn da eh locker. Aber mach mal den Sattel locker. Ja, fast gut. Mhm. Nee, ich freue mich. Gut. 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 Schön wie du das findest. Hm? Weg damit. Wo noch mehr Ärger ist, die ist mit Sicherheit stabiler. Es gibt einige Orte. Die ist mit Sicherheit stabiler als die vorige, auf jeden Fall. Als die vorige Scheibe. Das ist wirklich fett und das verzieht sich hier nicht so schnell. Nee. Und ist trotzdem noch mal gelagert. Papa? Papa ist ein Elefant! Hier! Jetzt, I see. Können wir mit dem wieder später suchen? Keine Schaltzüge. So, ich ziehe jetzt mal den Kopf raus. Das war für dich. Ach so, danke, aber ich bleib mal sitzen. Ne? Naja, aufstehen sollst du nicht. Das sollen die Älteren von den Jüngeren auch machen. Natürlich steht man auf. So erwägt man nicht, die sitzen bleiben da. Bleib sitzen! So, ist ja nicht so wie Messi. Und nicht so doll bremsen, sonst verbiegen sich die Bremsscheiben. Genau, nicht so doll bremsen. Jetzt ist ja eine stabile drin. Achso. Das sollte jetzt nicht mehr verziehen. Aha. Okay. Die sollte jetzt. Jetzt komplett noch was annehmen. Vorne ist immer noch eine Original, oder wie? Also ich denke ja, weil ich. Ja, vorne ich müsste, ist noch. Muss, aber das ist nicht so eine fragile wie hinten. Achso, ja, dann Ich würde sagen doch, weil ich will nicht schwarz fahren. Ich will nicht schwarz. Und letzten Endes, es macht sich von der Zeit her nichts. Ja, klar, ich weiß auch. Ah, das ist die günstige Version von dem Linker, den ich habe. Das ist ja ein Ding, Cintiq. Jetzt ist es weg. Cintiq, ja. Das ist das letzte. Hast du mir das alle gemacht? Ja, das ist hier das letzte offenbar. Ach du Scheiße. Also brauche ich Schaltzugkühle auf oder habe ich da noch eine daneben stehen? Ist da hinten noch eine Packung? Ist dahinter noch die Packung voll? Ja, ist weiß. Ist das schlimm? Ja. Mann, Micka. Nächstes Mal bist du dran mit dem Bezahlen. Guckst du, kann ich mir sparen. 2 Tage hat sie mir gegeben dafür. Wenn ich ein großer Laden wäre, dann hätte ich alle Teile da, dann wäre ich heute schon fertig. Jo!
schön. Hast du gar nicht wiedererkannt. So, wir machen jetzt sowieso Feierabend hier mit der Kamera. Das wird ja hier nichts. Passiert ja nichts. Der Mika hockt vorne in der Ecke und macht den Boden sauber. Aber... Mika? Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja. Ja. Wir sehen uns morgen wieder, falls wir uns sehen. Wenn nicht, dann habt ihr auf dem anderen Kanal geschaut. Wie auch immer. Bis dann. Ciao.